Die Frage, die uns alle zurzeit am meisten beschäftigt, ist natürlich, wann es endlich einen Impfstoff gegen Covid-19 gibt und damit auch die Situation, die derzeit herrscht, sich entspannen kann. Wir haben dazu heute einen Experten eingeladen und damit übergebe ich das Wort auch schon an Christian und Herrn Dr. Florian Kramer. Ja, vielen Dank, Lisa, für die Einführung. Für uns als ACIP eine besondere Ehre, dass wir jetzt spät abends, bei ihm ist es erst Mittag, Herrn Professor Florian Kramer begrüßen dürfen. Viele von euch werden ihn kennen aus ORF, Zeit im Bild und auch verschiedenen Standardartikeln. Und seit März ist Florian einer der Experten im Gebiet von SARS-CoV-2 und der Impfstoffentwicklung. Selbst dieser Österreicher hat 2010 an der BOKU in Wien graduiert und ist jetzt Professor am Mount Sinai Hospital in New York, einer privaten Hochschule in den Vereinigten Staaten. Auch als ACIP sind wir sehr stolz, dass so ein laufendes Projekt unter seinem Mitwirken stattfindet. Und Florian hat gemeinsam mit ACIP und anderen Partnern wie der BOKU schon sehr früh, im März beginnend, einen nicht kommerziellen Antikörpertest entwickelt für die Labore. Der ist mittlerweile kommerzialisiert und leistet in der Praxis sehr gute Dienste, auch in Kliniken. Damit genug von uns und wir sind gespannt auf die Details und Einblicke, die Florian uns in das Gebiet der Impfstoffforschung an SARS-CoV-2 geben kann. Bitte, Florian, vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, danke für die Einladung und guten Abend nach Wien. Ich werde jetzt versuchen, meine Slides, meine Präsentation da zu teilen. Kann man das sehen? Ich hoffe. Ja, alles bestens. Also ich werde eine kleine Einführung in SARS-CoV-2 Immunität, die man eben gegen das Virus aufbaut und Impfstoffe geben. Und danach bin ich gerne bereit, Fragen zu beantworten, wenn es welche gibt. Aber ich wollte anfangen damit, ein bisschen was dazu zu sagen, wie ich in die Forschung gekommen bin. Also ich bin ursprünglich aus der Weststeiermark, aus einem kleinen Dorf mit 500 Einwohnern. Das nennt sich Pack. Das ist ungefähr da, wo der rote Stern ist. Bin dann am BGBRG Köflach zur Schule gegangen und habe danach nach der Matura Lebensmittel- und Biotechnologie an der BOKU studiert. Und zwischendurch habe ich immer wieder Praktika bei der Firma Baxter in Ort an der Donau gemacht. Die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber das war ein Impfstoffhersteller. Und das hat mich, da hat mir hat man eben habe ich angefangen, mich wirklich für Impfstoffentwicklung zu interessieren. Und ich habe dann ein Doktorat an der BOKU gemacht, eben auch zu Influenza-Impfstoffen. 2010 habe ich dann mein Doktorat abgeschlossen und bin dann als Postdoc nach New York ans Mount Sinai Spital zur Arbeitsgruppe von Peter Pallese, also der ist auch Österreicher, der ist Linzer. Da sieht man, wie man mich an der BOKU einpackt zum Verschicken. Das war natürlich nur ein Scherz. Und ich habe dann 2014 in New York meine eigene Arbeitsgruppe gegründet. Und ich bin momentan Professor für Impfstoffforschung und habe etwa 25 Leute in meiner Arbeitsgruppe. Und wir arbeiten eben an Influenza-Viren, Lassa-Viren, Ebola-Viren, Zika, Hantaviren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Hantaviren gehört habt. Speziell wenn man aus der Steiermark kommt, sollte man Bumala-Viren kennen. Also ihr könnt das gerne mal googeln. Da gibt es immer wieder Fälle. Es ist ein sehr interessantes Virus, an dem wir eben auch arbeiten. Und dann eben an Coronaviren, wie eben SARS-CoV-2. Und das ist auf der linken Seite ein Foto von meiner Arbeitsgruppe. Da haben wir eine Klausur gehabt, haben eine Brauerei besucht. Also es sind relativ viele Leute. Anscheinend alle trinken anscheinend alle gern Bier. Und da auf der rechten Seite sieht man einen Teil vom Mount Sinai Spital, also dieser schwarze Wolkenkratzer hier ist Teil des Spitals in einem 16. Stock. Aber viele der anderen Gebäude, die man hier sieht, sind eben auch Teil vom Mount Sinai Spital. Das ist auf der Upper East Side in New York in Manhattan. So, jetzt zu Coronaviren. Also, ihr habt ja wahrscheinlich schon in letzter Zeit auch heute viel von Coronaviren gehört. Coronaviren sind jetzt nicht was Neues, das man vorher nicht gekannt hat. Warum heißen die Coronaviren? Der Grund dafür ist, dass sie eben unter dem Elektronenmikroskop, und das sieht man hier auf der linken Seite, ausschauen wie eine Krone, so ähnlich. Der Grund dafür ist, dass man eben dieses Viruspartikel hat und dann gibt es dieses Oberflächenprotein, das Spike-Oberflächenprotein, das eben
vom Virus wegsteht und das lässt es eben wie eine Krone aussehen. Wenn wir uns das Viruspartikel anschauen, das gilt jetzt für alle Coronaviren, nicht nur für SARS-CoV-2, da haben wir innen drinnen im Viruspartikel ein RNA genommen, das werden wir weiter erklären. Da sitzt ein Protein drauf, das das Genom beschützt, weil RNA ja relativ instabil ist. Dann haben wir eine Hülle, das ist im Prinzip eine Fetthülle, die von der Wirtszelle kommt. Dann haben wir zwei Proteine in dieser Hülle, einen Ionenkanal und ein Matrixprotein, das das eben stabilisiert. Und dann haben wir dieses Oberflächenprotein oder Spike. Und zu dem werden wir noch zurückkommen. Das ist sehr wichtig, auch für die Impfstoffentwicklung. Was wissen wir über diese Coronaviren? Die haben ein RNA-Genom. Also wir haben manchmal RNA-Genome. Unser Genom ist ja ein DNA-Genom. Und für RNA-Viren ist das ein sehr großes Genom. Sind über 30.000 Basen, also über 30.000 Buchstaben. Sehr viel Information, kodiert für relativ viele Proteine. Wie gesagt, wir haben die Hülle. Das Virus ist ungefähr 120 Nanometer im Durchschnitt. Das kann man vergleichen mit der Dicke eines Haares. Ein Haar ist zwischen 80.000 und 100.000 Nanometer dick. Also die Dinger sind recht klein. Man kann es auch nur im Elektronenmikroskop sehen und nicht unter einem normalen Mikroskop. Und es gibt ja schon Coronaviren, die eben in Menschen zirkulieren und Erkältungen verursachen. Die habe ich da aufgelistet. NL63, 229E, HKU1 und OC43. Mit denen kann man sich gelegentlich infizieren, aber die führen eben nicht zu schweren Krankheitsverläufen. Und dann gibt es noch zwei Coronaviren, die in der Vergangenheit von Tieren auf Menschen übergesprungen sind. Ihr habt wahrscheinlich davon gehört, dass 2003 zu einem Ausbruch mit SARS-CoV-1 gekommen ist. Also das war das erste SARS-CoV-Virus, das man beschrieben hat. Das ist damals von Fledermäusen auf Zibetkatzen übergesprungen und dann von Zibetkatzen auf Menschen. Und dann haben wir das MERS-Coronavirus. Also MERS steht für Middle Eastern Respiratory Syndrome. Und das Virus zirkuliert in Kamelen. Es ist ursprünglich von Fledermäusen in Kamele gesprungen. Und da kann man sich eben an Kamelen infizieren. Wie gesagt, das gibt es vor allem im Nahen Osten, wo es eben Kamele in der Tierzucht, in der Tierhaltung gibt. Und diese beiden Viren waren bekannt dafür, dass sie recht gefährlich sind. Also die führen in gewissen Fällen zum Tod und zu sehr schweren Erkrankungen. Und dann im Jänner ist eben diese, Ende Dezember, Jänner, ist eben diese neue Erkrankung aufgetreten in Wuhan. Man hat das dann relativ schnell als Coronavirus identifiziert, das Genom sequenziert. Und dann kann man sich anschauen anhand eines phylogenetischen Baumes, das sieht man hier auf der linken Seite, mit welchen anderen Coronaviren das jetzt verwandt ist. Und es hat sich eben herausgestellt, dass das SARS-CoV-2 sehr nah mit dem SARS-Coronavirus von 2003 verwandt ist. Und deswegen wurde ihm auch der Name SARS-CoV-2 gegeben. Und man muss da unterscheiden, das Virus heißt eben Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, also SARS-CoV-2. Und die Erkrankung heißt COVID-19. Das steht für Coronavirus Disease 2019. Also das Virus ist SARS-CoV-2. Die Erkrankung ist COVID-19. Also man kann sich nicht mit COVID-19 infizieren, sondern nur mit SARS-CoV-2, weil das ist ja wirklich das Virus. Ich würde jetzt nochmal gern zurückgehen zu diesem Oberflächenprotein, eben weil das sehr wichtig ist für Immunität und für Impfstoffe. Wie gesagt, es gibt mehrere Proteine, die dieses Virus aufbauen, aber das Oberflächenprotein, das wir Spike nennen, ist eben sehr wichtig und das ist jetzt der Fokus meines Vortrags. Wenn wir uns das anschauen, also das auf der rechten Seite hier ist eine Kristallstruktur davon, sieht man, dass das primäres Protein ist. Also es hat drei Teile, aus denen es besteht, das sind drei gleiche Teile. Und jeder dieser Teile hat eben diese, wir nennen das Receptor Binding Domain, also der Teil, der wirklich an den zellulären Rezeptor bindet. Und das Oberflächenprotein wird eben vom Virus dafür benutzt, um an Zellen anzudocken, also an unsere Zellen zu binden und dann wirklich auch in unsere Zellen reinzugehen. Und das sieht man hier. Also man hat das Virus, man atmet das Virus ein und das Virus dockt dann an Zellen an. Im Prinzip schafft es, in die Zelle reinzukommen und beginnt dann, die Zelle umzuprogrammieren.
Und zwar so, dass die Zelle jetzt anfängt, mehr Virus herzustellen. Und das Virus vermehrt sich dann. Und man hat dann im Prinzip ganz viel Virusproteine, Virus-RNA in der Zelle und es werden immer mehr Viren von dieser Zelle hergestellt. Und natürlich in einem Körper hat man eine infizierte Zelle, daneben oder auch weiter weg gibt es dann andere Zellen, die noch nicht infiziert sind und die werden dann auch infiziert, eben von den Viren, die jetzt von der einen infizierten Zelle hergestellt werden. Und das führt dann eben dazu, dass man krank wird und vor allem bei älteren Leuten oder Leuten mit gewissen Vorerkrankungen führt es oft dazu, dass man schwer krank wird oder eben auch stirbt und dass sehr viele Zellen im Körper infiziert werden. Was auch passiert, wenn man infizierte Zellen im Körper hat, ist, dass Immunzellen, und ich zeige hier T-Zellen und B-Zellen, die unterschiedliche Aufgaben haben, die finden diese infizierten Zellen, die kriegen mit, dass da was los ist, was nicht normal ist und fangen dann an, auf dieses Virus zu reagieren, eben weil diese Virusproteine ja im normalen Körper nicht vorkommen, können die das erkennen und dann machen die eine Immunantwort. T-Zellen normalerweise können infizierte Zellen erkennen und die abtöten. Und B-Zellen machen Antikörper. Das sind Proteine, die von der Zelle eben sekretiert werden, die dann im Körper herumschwirren und die an das Virus binden können. Ich werde gleich zeigen, warum das wichtig ist. Jedenfalls kriegen wir diese Immunantwort. Und wenn man eben sich wieder erholt, dann hat man Immunität. Dann hat man diese Antikörper, Antikörper in seinem Körper und diese T-Zellen, die das Virus erkennen. Und das ist der zeitliche Ablauf dieser Immunantwort. Es ist so, dass man sich immer am Anfang mit dem Virus infiziert. Dann gibt es immer mehr virale RNA im Körper. Es werden virale Proteine hergestellt. Und dann fängt man an, sich zu erholen. Und zur gleichen Zeit geht die Konzentration dieser Antikörper, die von diesen B-Zellen hergestellt werden, im Blut rauf. Und was dann passiert, wenn man nach Monaten oder Jahren wieder mit dem Virus in Berührung kommt, dann hat man diese Antikörper schon und die Antikörper erkennen das Virus und die binden an das Virus und die binden an dieses Oberflächenprotein. Wenn die Antikörper an das Protein binden, kann das Protein nicht mehr an die Zellen binden, beziehungsweise das Virus kann wirklich nicht mehr an unsere Zellen andocken und nicht mehr in unsere Zellen rein. Man ist also geschützt. Und es gibt jetzt immer mehr Hinweise, dass wenn man eine SARS-CoV-2 durchgemacht hat, dass das Risiko, dass man sich nochmal infiziert, sehr, sehr, sehr klein ist. Es gibt Fälle, wo das passiert, aber es ist sehr unwahrscheinlich, weil man eben diese Immunantwort hat. Das Problem ist jetzt, wie kann man so eine schützende Immunantwort hervorrufen, ohne dass man sich infiziert und ohne dass man krank wird? Weil wenn man krank wird, fühlt man sich schlecht, oft für sehr lange Zeit. Man kann auch andere Leute anstecken und manche Leute, die krank werden, sterben dann auch. Und die Alternative dazu ist eben durch eine Impfung, eine Immunisierung. Und für SARS-CoV-2 gibt es da jetzt einige Möglichkeiten. Aber grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, Impfstoffe herzustellen. Und wir werden das jetzt durchgehen für interessante Kandidaten, die man eben schon hergestellt hat und die man jetzt testet. Wir haben vor allem jetzt inaktivierte Impfstoffe. Ich werde erklären, was das alles ist. Es gibt abgeschwächte Virusimpfstoffe, es gibt eben diese RNA-Impfstoffe, von denen jetzt jeder spricht. Es gibt virale Vektorimpfstoffe und es gibt rekombinante Proteinimpfstoffe. Und wir werden die jetzt quasi alle durchgehen. Fangen wir mit inaktivierten Virusimpfstoffen an. Das ist eine sehr alte Art und Weise, um Impfstoffe zu machen. Man isoliert das Virus von einem Patienten und dann lässt man das in Zellkulturen in einem Bioreaktor wachsen. Das kann man sich so vorstellen, wie zum Beispiel, wenn man Bier braut, wirklich in so einem Reaktor, in so einem Braubottich, gibt man das Virus zu Zellen dazu und das Virus infiziert die Zellen und es entsteht immer mehr Virus. Das Virus ist natürlich, ist natürlich infektiös und gefährlich, aber man kann das dann chemisch abtöten. Das tut man entweder mit Formalin oder mit Beta-Propiolacton. Das sind zwei Chemikalien,
die eben das Genom des Virus beschädigen, beziehungsweise die Proteine so weit beschädigen, dass das Virus nicht mehr infektiös ist. Und dann muss man das Virus reinigen. Das macht man, indem man es mit einer Ultrazentrifuge konzentriert. Und die gereinigten Impfstoffe werden dann als die gereinigten Viren werden dann eben als Impfstoff verwendet. Und wir haben solche Impfstoffe, die wirklich schon sehr weit sind in klinischen Studien, in Phase 3, vor allem in Indien und in China. In Europa oder in den USA gibt es sowas momentan noch nicht. Und was dann eben passiert, wenn man geimpft wird, also diese inaktivierten Impfstoffe werden in den Muskel gespritzt, das ist eine ganz normale Impfung. Und diese toten sozusagen Viren können nicht mehr in Zellen rein. Die sind einfach, die bleiben einfach an der Impfstelle. Und da kommen dann eben Immunzellen, die diese Viren erkennen und dann eben eine Immunantwort machen. Und dann hat man die Immunantwort. Und wenn man dann wirklich mit infektiösem Virus von jemandem in Berührung kommt, dann hat man schon diese Antikörper und diese Immunantwort, die einen dann schützt. Dann gibt es Abgeschwächte. Und was ich noch dazu sagen wollte, das ist ein sehr, wie gesagt, alter, klassischer Ansatz, solche Impfstoffe herzustellen. Und das wird zum Beispiel verwendet für Influenza, für Hepatitis A und für Polio zum Beispiel. Also mit dem hat man sehr viel Erfahrung. Eine andere Möglichkeit, Impfstoffe herzustellen, ist, indem man Viren abschwächt. Nennt man dann abgeschwächte oder attenuierte Impfstoffe. Da passiert genau das Gleiche, man isoliert ein Virus und normalerweise ist das dann ein langwieriger Prozess, indem man das Virus auf Zellen von anderen Tieren oder auch bei verschiedenen Temperaturen wachsen lässt. Und das führt dann dazu, dass das Virus mutiert, aber eben sehr gut an diese neuen Zellen oder die neue Temperatur angepasst ist und dann im Menschen nicht mehr besonders gut wächst. Das ist die alte Art und Weise, wie man solche Impfstoffe herstellt. Oder man kann das Virus einfach gentechnisch verändern und ihm Teile seines Genoms wegnehmen. Dann wächst es auch nicht mehr so gut. Das führt dann dazu, dass wenn man sich mit solch einem abgeschwächten Virus infiziert, dass man eben nicht mehr krank wird, aber eine Immunantwort gegen das Virus macht. Leider sind solche Impfstoffe für SARS-CoV-2 noch nicht so weit. Also da gibt es Studien in Tieren momentan, aber da gibt es noch keine klinische Erprobung. Aber solche Impfstoffe werden eben im Menschen für Influenza zum Beispiel eingesetzt, also diese Nasensprays, die es für Kinder gibt, aber auch Masernimpfstoffe zum Beispiel sind so ein abgeschwächter Impfstoff. Und das funktioniert eben auch so, dass man den abgeschwächten Impfstoff dann spritzt oder in die Nase sprüht. Die Viren können dann schon noch an die Zellen andocken, machen das auch, gehen in die Zelle rein und vermehren sich dann, aber nicht so stark wie das virulente Virus, das eben Krankheit verursacht, sondern eben nur ein bisschen. Und da werden dann auch nicht mehr so viele Zellen infiziert. Kann sein, dass dann nur mehr ein paar Zellen infiziert werden und das Virus breitet sich nicht mehr weit im Körper aus, es kommt zu keiner Erkrankung. Was aber schon passiert ist, dass natürlich auch wieder diese Immunzellen reinkommen, T-Zellen und B-Zellen, und diese infizierten Zellen erkennen und dann eine effiziente Immunantwort machen. Und als Resultat ist man dann natürlich vor einer Infektion mit dem virulenten Virus geschützt und kann nicht mehr krank werden. Eine andere Art von Impfstoffen, die jetzt auch für SARS-CoV-2 verwendet wird, ist rekombinante Proteinimpfstoffe. Da nimmt man einfach das Gen, das im Fall von SARS-CoV-2 das Oberflächenprotein kodiert, also das Spike-Protein. Man nimmt das Gen einfach und kloniert das in einen Expressionsvektor. Das ist meistens ein kleines Stück DNA, ein Plasmid. Und das wird dann verwendet, um dieses Protein in Zellen, in Bioreaktoren herzustellen. Und dann reinigt man das Protein. Und das Protein schaut genauso aus wie auf der Oberfläche des Virus. Aber natürlich ist das Virus und das Virusgenom nicht mehr vorhanden. Und deswegen ist das auch nicht infektiös. Das injiziert man dann auch als Impfstoff. Und das wird dann auch von Immunzellen erkannt. Und man macht dann eine Immunantwort gegen einfach nur dieses rekombinante Protein. Diese Impfstoffe nennt man oft auch Subunit-Vaccines oder Subunit-Impfstoffe. Und
die sind auch schon relativ weit für SARS-CoV-2, also die sind schon in Phase 3 der Impfstoffentwicklung. Das ist quasi die Phase vor der Zulassung. Und es gibt auch einige andere Impfstoffe, die schon zugelassen sind, die so funktionieren. In den USA gibt es zum Beispiel eine Influenza-Impfung, die so hergestellt wird, aber auch Impfstoffe gegen HPV, also humanes Papillomavirus, oder Hepatitis B werden so ähnlich hergestellt. Also mit dem hat man auch schon recht viel Erfahrung. Dann gibt es die virale Vektorimpfstoffe. Das ist auch ein recht neues Konzept. Da gibt es zwar schon ein paar zugelassene Impfstoffe, aber das ist erst seit ein paar Jahren. Und was man da macht, ist, man nimmt ein harmloses Virus für die Impfstoffe, die jetzt für SARS-CoV-2 in Entwicklung sind, hat man ein Adenovirus genommen, das eben auch Erkältungen auslöst. Das sieht man hier rechts. Und dem hat man einen Teil seines Genoms weggenommen. Und wenn man das macht, kann das Virus sich selbst nicht mehr vermehren. Und den Teil des Genoms hat man eben ausgetauscht und hat da die Sequenz für das Oberflächenprotein von SARS-CoV-2 reinkloniert. Und wenn man jetzt Zellen mit diesem Virus infiziert, kann sich das Virus zwar selbst nicht mehr vermehren, aber dieses Oberflächenprotein wird halt von den Zellen hergestellt. Und die Impfstoffe sind auch eben auch schon relativ weit in der Entwicklung. Ihr habt wahrscheinlich vom Impfstoff von AstraZeneca gehört, von der Universität Oxford. Das ist so ein Impfstoff, der eben auf einem Adenovirus basiert. Und das können wir uns wieder anschauen. Das ist wieder so ähnlich wie bei einer Infektion. Man wird geimpft, der Impfstoff wird in den Muskel geimpft. Das Virus dockt dann eine Zelle an, in dem Fall das Adenovirus, geht in die Zelle rein und gibt der Zelle die Information, eben um das Oberflächenprotein von SARS-CoV-2 zu exprimieren. Und das wird dann quasi hergestellt und auf die Oberfläche der Zelle transportiert. Und da passiert wieder genau das Gleiche. Das Protein wird dann von Immunzellen erkannt und wir kriegen eine Immunantwort und sind dann geschützt gegen Infektion. Und der letzte Impfstoff, über den ich reden wollte, ist der RNA-Impfstoff. Der ist ja momentan in aller Munde. Man hört ganz viel davon, von den Impfstoffen. BioNTech und Moderna. In dem Fall nimmt man auch die genetische Information für das Oberflächenprotein, für das Spike-Protein und da macht man eine mRNA draus. Das steht für Messenger-RNA. Ich werde das jetzt in einer Minute noch besser erklären. Das kann man künstlich herstellen und diese RNA wird dann in kleine Fettpartikel verpackt. Und wenn man das impft, also es wird auch in den Muskel geimpft, so ganz eine normale Impfung, dann werden diese kleinen Fettpartikel mit der RNA von Zellen aufgenommen. Und die fangen dann auch an, das Oberflächenprotein herzustellen. Und dagegen macht man eben eine Immunantwort. Und da sind zwei Impfstoffe eben jetzt schon sehr, sehr weit. Einer der Impfstoffe ist in Phase 3. Der andere Impfstoff hat Phase 3 im Prinzip abgeschlossen. Und da wissen wir schon, dass die funktionieren. Also da gibt es schon gute Daten. Aber ich wollte jetzt nochmal zu dieser Messenger-RNA zurückgehen, weil das für viele Menschen ein bisschen unklar ist, wie das funktioniert, was das alles ist. Und da gibt es auch relativ viel Angst davor. Also im Grunde, wenn man von Messenger-RNA oder Boten-RNA redet, ist das ja RNA, die ganz normal in jeder Zelle vorkommt. Wie ihr alle wisst, wir haben in einer Zelle eben einen Zellkern, der vom Rest der Zelle abgeschottet ist durch eine Membran. Und im Zellkern sitzt die DNA, also unsere Erbinformation. Und da ist die ganze Information für Baupläne, für Proteine, die Zelle eben braucht, die Zelle herstellen muss, um am Leben zu bleiben. Und die DNA kann aber aus dem Zellkern nicht einfach raus. Und die DNA selbst kann auch nicht dafür verwendet werden, um diese Proteine herzustellen. Also wir haben jetzt quasi diese DNA im Zellkern. Und das sind die vier berühmten Buchstaben, die man hat, C, G, A, T. Und die kodieren für ein Gen, das eben die Information hat für ein bestimmtes Protein, das die Zelle herstellen will. Jetzt kann diese Sequenz, diese DNA-Sequenz aber nicht aus dem Zellkern raus. Was passiert? Da gibt es Polymerasen, die eben dann eine Kopie davon herstellen, und zwar als RNA. Nicht als DNA, sondern als RNA. Das ist ähnliche Nukleinsäure, ein bisschen anders. Ihr seht, das D wird von einem
wird ausgetauscht und ein U wird verwendet. Und diese RNA, Messenger-RNA oder Boten-RNA, wird dann aus dem Zellkern ausgeschleust und endet im Zellplasma. Und was wir im Zellplasma haben, sind eben Ribosomen. Das sind, kann man sich als kleine Maschinen vorstellen, die eben jetzt diese Information von der RNA nehmen, die eben aus dem Zellkern gekommen ist, und diese Information als Bauplan hernehmen, um Proteine zu machen. Und die Proteine werden eben von der Zelle verwendet. Und ohne die Proteine kann die Zelle ja nicht überleben. Und man muss sich das so vorstellen, dass jede unserer Zellen in jedem Moment unseres Lebens voll ist von diesen Messenger-RNAs, von diesen mRNAs. Es ist also ganz was Normales, dass der Zelle hilft, Proteine herzustellen. Das sind recht hohe Konzentrationen dieser RNA in jeder Zelle unseres Körpers. Und das ist ganz normal. Was man auch im Auge behalten muss, wenn so eine Zelle von einem Virus infiziert wird, speziell mit SARS-CoV-2, dann übernimmt das Virus quasi die Kontrolle über diese RNAs, Messenger-RNA, und über 60% der RNA in der Zelle kommen dann vom Virus. Also Viren machen da ganz schönen Schaden in der Zelle, wenn die eine Zelle infiziert. Aber wie gesagt, Messenger-RNA ist was ganz Normales, das Zellen brauchen, um normal zu funktionieren. Was hat man jetzt da mit diesen RNA-Impfstoffen gemacht? Wie schon gesagt, man hat die Sequenz, die Information genommen für das Oberflächenprotein, das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus. Man hat das künstlich hergestellt, man hat künstlich eine Messenger-RNA hergestellt und hat die dann in Fettpartikel verbaut. Und das wird dann, wie gesagt, verimpft. Und wenn das in den Muskel geimpft wird, nehmen die Muskelzellen eben diese Fettpartikel. Und jetzt steht diese Messenger-RNA mit dieser Information der Zelle zur Verfügung. Und dann passiert nichts anderes, als dass Ribosomen das erkennen und diese Proteine herstellen, diese Spike-Proteine, und die werden an die Oberfläche der Zelle transportiert und werden da im Prinzip dem Immunsystem gezeigt. Die RNA kann auch nicht wirklich in den Zellkern rein, also da verändert sich nichts von der Erbsubstanz unserer Zellen her. Da geht es wirklich nur darum, dass diese RNA Informationen an die Ribosomen liefert. Und was dann natürlich passiert, wenn man eine Zelle hat, die eben diese Spike-Proteine an der Oberfläche hat, ist, dass Immunzellen reinkommen und das erkennen, und man bekommt eine Immunantwort und ist dann danach vor einer Infektion geschützt oder beziehungsweise davor geschützt kann. Diese RNA-Impfstoffe sind relativ neue Entwicklungen, also die sind in den letzten 10 Jahren entwickelt worden. Man hat die natürlich auch schon im Menschen erprobt, es gibt aber noch keinen Impfstoff, der damit zugelassen worden ist. Also was man da sieht, ist eine Liste mit klinischen Studien, die mit RNA-Impfstoffen durchgeführt worden sind. Die erste hat es 2013 gegeben, dann eine 2014, die sind alle abgeschlossen, aber das ist noch recht in der Impfstoffentwicklung. Man sieht da, das ist in ein paar hundert, vielleicht 1000 Leuten getestet worden. Also es ist eine recht neue Technologie, aber sie ist natürlich schon in Menschen getestet worden. Ich wollte noch ein paar Worte zur generellen Impfstoffentwicklung sagen, wie das funktioniert und was da jetzt anders ist. Ich entwickle in meinem Labor ja auch Impfstoffe, vor allem zu Influenza. Und wir sind da teilweise auch mit Impfstoffen in klinischer Erprobung. Was normalerweise passiert ist, dass dieser ganze Vorgang etwa 15 Jahre dauert. Man fängt da an, im Labor, meistens an einer Uni, an einem Impfstoff zu basteln. Man überlegt sich, wie das ausschauen soll. Dann testet man das meistens in Mäusen, schaut, ob das funktioniert. Dann verbessert man das wieder. Das ist ein recht langfristiger Prozess. Wenn man dann was hat, von dem man glaubt, dass es funktioniert, braucht man meistens einen kommerziellen Partner. Also man muss mit einer Firma arbeiten. Da wird es dann richtig ernst. Da geht es dann schon relativ viel Geld. Da muss ein Prozess entwickelt werden, wie man den Impfstoff in der gewünschten Qualität herstellt. Also man kann ja nicht einfach im Labor einen Impfstoff herstellen und dann den an Menschen verimpfen. Das muss ja alles in einer gewissen Qualität hergestellt werden. Man macht toxikologische Studien und so weiter und so fort. Und die Phase dauert etwa 2 bis 4 Jahre. Und dann, wenn man die ganzen Daten hat und den Prozess hat, dann kann man zu den Behörden gehen und sagen, naja, wir wollen jetzt eine Impfstoffstudie in Menschen machen. Und die schauen sich das dann an und sagen, ja, könnt's machen,
oder nein, wir brauchen mehr Daten. Man stellt also dieses Ansuchen und dann beginnt man mit einer Phase 1 klinischen Studie. Das ist meistens in wenigen Leuten unter 100. Da schaut man sich die Sicherheit an, da schaut man an, ob das der Impfstoff eine Immunantwort hervorruft. Es dauert 1 bis 2 Jahre und kostet ungefähr etwa 10 Millionen Euro. Dann schaut man sich die Resultate an und wenn die gut ausschauen, überlegt man, ob man in Phase 2 geht. Phase 2, da impft man mehr Leute, oft bis zu 1000 Leute. Da schaut man sich verschiedene Dosierungen an. Die Entscheidung, ob man von Phase 1 zu Phase 2 geht, wenn der Impfstoff in Phase 1 sicher war, ist meistens eine Entscheidung, hat man genügend Geld, um das weiterzuentwickeln, weil die Phase 2 ist natürlich um einiges teurer. Dann macht man die Phase 2, es dauert auch ungefähr 2 Jahre und dann schaut man sich die Daten an und jetzt kommt die schwierige Entscheidung, weil die Phase 3 Studien sind normalerweise recht teuer, also da reden wir oft von 300 Millionen Euro oder mehr. Und wie gesagt, da muss man jetzt schauen, welches Risiko besteht, dass die Phase 3 nicht funktioniert, dass der Impfstoff nicht gut genug ist, haben wir noch einen Markt. Also das sind wirklich ökonomische Überlegungen, die zur Entscheidung beitragen, ob man das überhaupt macht. Und am Anfang der Phase 3 muss man eben sagen, was man sehen will am Ende, wie gut die Daten sein müssen, damit man das zulassen will. Also muss man schon vorher festlegen und dann, wenn man die Phase 3 macht, und eben die Daten gut ausschauen und diese Kriterien zutreffen, die man vorher festgelegt hat, kann man ansuchen zur Zulassung stellen. Und dann werden die Daten, die man eben da in der Phase 3 im Prinzip gefunden hat, von den Zulassungsbehörden überprüft. Und das dauert auch nochmal 1 bis 2 Jahre. Und dann wird der Impfstoff möglicherweise zugelassen. Und dann fängt man an, den Impfstoff herzustellen. Also es ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und mit SARS-CoV-2, und das zeige ich hier, hat man das natürlich ein bisschen abkürzen müssen, weil wir haben eine Pandemie, es sterben viele Leute und man hat nicht so viel Zeit. Aber natürlich muss man aufpassen, weil man muss natürlich die Sicherheit des Impfstoffs trotzdem sorgfältig überprüfen. Also bei der Sicherheit darf man keine Abkürzungen nehmen. Aber man hat bei anderen Sachen Abkürzungen genommen. Und zum Beispiel bei der Design- und Versuchsphase, da hat man schon Daten gehabt von diesem SARS-Coronavirus von 2003 und von MERS, also von dem anderen Coronavirus. Man hat gewusst, man muss das Oberflächenprotein verwenden für die Impfstoffentwicklung. Und das hat man sofort gemacht. Dann hat man Prozesse von anderen Impfstoffen übernommen, die eben schon in der Entwicklung waren. Und man hat viel parallel gemacht und Geld war da nie ein Problem. Also man hat sich nie überlegen müssen, soll man das Risiko jetzt eingehen, um das weiterzuentwickeln oder nicht. Das Geld war einfach da, das ist zur Verfügung gestellt worden von größtenteils von Regierungen. Und dann hat man Phase 1 Studien schon im März angefangen und hat, anstatt dass man dann abwartet und eine zweite Phase später startet, nachdem die Phase 1 gut ausgeschaut hat, was Sicherheit betrifft, hat man die erweitert und das nennt man dann Phase 1-2 Studien. Also da hat man dann einfach mehr Leute, mehr Freiwillige in die Studie aufgenommen. Und dann hat es gut ausgeschaut, nach ein paar Monaten mit Sicherheit und Immunantwort. Und dann hat man im Prinzip Ende Juli mit Phase 3 begonnen. Und zur gleichen Zeit hat man aber schon angefangen, den Impfstoff zu produzieren. Das wird man unter Normalbedingungen nie machen. Das ist unternehmerischer Selbstmord. Aber dadurch, dass das Geld keine Rolle gespielt hat, hat man mit dem anfangen können. Und jetzt im Oktober, November hat es erste Daten von Phase 3 gegeben und das ist letzte Woche dann zum ersten Ansuchen zur Zulassung bei der FDA gekommen. Das ist die amerikanische Zulassungsbehörde. Und da wird es wahrscheinlich zu einer Notfallszulassung kommen. Das kann man machen, wenn es entsprechende Daten gibt, die sagen, dass der Impfstoff entsprechend sicher ist und funktioniert. Aber man muss noch nicht alle Daten, die man eben über 2 Jahre gesammelt hätte, eben haben. Und das wird nur gemacht, wenn es wirklich, Feuer am Dach ist, eben im Fall einer Pandemie. Aber zusammenfassend, das hat man beschleunigen können, weil eben viel Geld zur Verfügung gestanden ist und weil Geld nie eine Rolle gespielt hat und nicht, weil man jetzt bei der Sicherheit gespart hat. Wie funktioniert jetzt so eine Phase 3 Studie? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das weiß. Man hat eben in einer Phase 3 im Prinzip 2 Gruppen. Man hat Leute,
und das können sehr viele Leute sein, das, im Fall von Pfizer und Moderna waren das Zehntausende von Menschen. Man hat Leute, die sind in der Impfstoffgruppe, also die bekommen wirklich den Impfstoff. Und dann hat man Leute, die sind in der Placebo-Kontrollgruppe. Die bekommen normalerweise eine Salzlösung gespritzt. Das sind Doppelblindstudien. Das heißt, der Teilnehmer in der Studie weiß nicht, was er bekommen hat. Der weiß nicht, ob er einen Impfstoff gekriegt hat oder ob er die Salzlösung gekriegt hat. Das ist wichtig, weil sonst könnte sich ja das Verhalten ändern und dann, das könnte die Resultate beeinflussen. Der Arzt, der den Impfstoff verabreicht, weiß es auch nicht. Der gibt einfach nur die Spritze. Der weiß aber nicht, was da drinnen ist. Und das nennt man doppelblind. Und dann impft man eben diese ganzen Leute und dann vergeht die Zeit und man schaut, wer infiziert sich, wer kriegt Covid-19. Und was dann passiert, wenn der Impfstoff wirkt, man hat sehr wenig Covid-19-Fälle in der Impfstoffgruppe und man hat mehr Covid-19-Fälle in der Placebo-Kontrollgruppe. Die Firmen, die diese Impfstoffe herstellen, haben die Daten im Prinzip am Anfang auch gar nicht. Da gibt es ein unabhängiges Komitee, das sich laufend die Daten anschaut. Die wissen genau, wer in der Kontrollgruppe ist und wer in der Impfstoffgruppe ist, dürfen das aber niemandem sagen. Und die wissen auch genau, wie viele Leute sie in der Impfstoffgruppe oder in der Placebo-Kontrollgruppe infiziert haben. Die schauen auch, ob es Vorfälle gibt, die man untersuchen muss, von wegen Sicherheit. Aber wenn die sehen, dass es genügend Fälle für eine Zwischenanalyse gibt, dann wird die Zwischenanalyse gemacht. Und wenn die sehen, dass es genügend Fälle für die endgültige Analyse gibt, dann wird die Analyse eben gemacht. Und dann wird das der Firma mitgeteilt, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Und das ist mein letzter Slide hier. Ich wollte noch erklären, was jetzt die Resultate von Pfizer und BioNTech bedeuten. Also das war dieser RNA-Impfstoff. Einer der zwei RNA-Impfstoffe, die haben eben ihre Studie, was die Effizienz betrifft, abgeschlossen. Die hatten genügend Fälle. Die haben eben 43.000 Personen in der Studie gehabt. Also 43.000 Leute wurden in die Studie aufgenommen. Also ungefähr die Hälfte davon hat eben Placebo bekommen, die andere Hälfte den Impfstoff. Und die hatten ursprünglich gesagt, naja, wenn sie 162 Fälle, Covid-19-Fälle in dieser Gruppe von Leuten haben, dann wollen sie eine Analyse machen und eine endgültige Analyse, ob der Impfstoff funktioniert. Und im Endeffekt ist es zu 170 Covid-19-Fällen gekommen. Und was man da natürlich sehen will, ist, dass es sehr wenig Fälle in der geimpften Gruppe gibt und der Großteil der Fälle sollte in der Placebo-Kontrollgruppe sein. Und das war der Fall. Die hatten 162 Covid-19-Fälle in der Placebo-Kontrollgruppe und 8 in der Impfstoffgruppe. Und wenn man dann weiß, wie viele Leute in der jeweiligen Gruppe sind, kann man ausrechnen, wie effektiv die Impfung ist. Was meint man mit effektiv? Die Effizienz einer Impfung ist im Prinzip das Risiko oder die Verringerung vom Risiko, dass man krank wird. Also wenn man geimpft war, war das Risiko, krank zu werden, viel, viel geringer, 95% geringer, als wie wenn man in dem Fall die Placebo-Salzlösung bekommen hat. Und der Impfstoff funktioniert eben auch in alten Leuten. Also man hat in diesen 43.000 Leuten natürlich normale Erwachsene gehabt, aber auch wirklich alte Leute zwischen 65 und 85. Und man hat gesehen, dass auch die sehr effizient geschützt werden, also zu 94%. Und das ist sehr wichtig, weil das sind ja die Leute, die das höchste Risiko haben. Was die Firma auch gesagt hat, ist, dass es keine wirklichen Sicherheitsbedenken gab, also keine schwerwiegenden Vorfälle, die man mit der Impfung in Verbindung hat bringen können. Und das ist schon sehr gute Nachrichten, vor allem, weil ja sehr viele Leute geimpft wurden. Was man aber schon sagen muss, das muss man im Auge behalten, ist, dass man nach der Impfung alle möglichen unangenehmen Nebenwirkungen haben kann, die zwar nicht gefährlich sind, aber eben, wie gesagt, unangenehm. Und das sind oft Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfweh, Müdigkeit und leicht erhöhte Temperatur. Also das muss man schon im Auge behalten. Das kann passieren, wenn man mit dieser Impfung geimpft wird. Was vielleicht auch, weil ihr teilweise noch in der Altersgruppe seid, was man sagen muss, ist, der Impfstoff ist bis jetzt nicht an unter 18-Jährigen getestet worden. Also die waren nicht Teil dieser Impfstoffstudien. Und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass der Impfstoff am Anfang nicht in unter 18-Jährigen verwendet wird. Also da muss man weitere Studien machen, um eben zu sehen, ob der Impfstoff auch sicher ist in unter 18-Jährigen, in Jugendlichen, in Kindern.
Diese Studien beginnen jetzt, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Altersgruppe jetzt geimpft wird, bevor wir die Daten haben. Und mit dem, das war mein letzter Slide, ich bin gern bereit, Fragen zu beantworten, wenn es welche gibt. Ja, super. Vielen herzlichen Dank, Florian, für die Einblicke. Das war sehr spannend, aus erster Hand über die Impfstoffforschung zu erfahren und was die einzelnen Schritte da drinnen sind. Ist ja oft sehr schwer verständlich, wenn man es aus den Medien verfolgt, was die einzelnen Stufen bedeuten und wie gut diese einzelnen Impfstoffe dann werden und wie gut sie sind. Ich verfolge gerade unseren Chat und auch die Fragerunde und bis sich die Fragerunde hier füllt, bei mir sehe ich jetzt in meinem Fenster nichts, würde ich mal ein paar Fragen stellen, wenn es dir recht ist. Ja, sicher. Um die Diskussion zu starten. Ganz am Schluss hast du erwähnt, dass keiner der Impfstoffe, die bis jetzt für SARS-CoV-2 entwickelt worden sind, an unter 18-Jährigen getestet worden sind. Wird das für andere Impfstoffe gemacht, wie zum Beispiel Grippe oder andere Impfstoffe, dass die auch an unter 18-Jährigen oder vielleicht auch bei Kindern getestet werden? Oder wird das generell nie gemacht? Na, das wird schon gemacht. Also das macht man genauso, wie das jetzt auch gemacht wird. Man testet das zuerst an Erwachsenen und wenn man sieht, dass der Impfstoff funktioniert und einigermaßen sicher ist, dann fängt man auch an, dass man das an Jugendlichen und Kindern testet. Und da geht man so vor, dass man eben zuerst mit den älteren Altersgruppen beginnt und dann runtergeht. Immer zu immer Jüngeren, weil es wahrscheinlicher ist, dass das in jüngeren Kindern mehr Nebenwirkungen gibt. Und das ist ein Standardverfahren. Also das macht man eigentlich bei jeder Art von Impfstoffentwicklung so. Man schaut sich mal in Erwachsenen an, ob es funktioniert und ob es ein Risiko für Nebenwirkungen gibt. Wenn es nicht funktionieren würde, will man das gar nicht an Jugendlichen oder Kindern testen. Dann muss man das Risiko gar nicht eingehen. Also das ist die normale Vorgehensweise. Sehr spannend. Und deiner Erfahrung nach hat es da Unterschiede gegeben bis jetzt bei anderen Impfstoffen zwischen Erwachsenen und Kinder? Ja, da kann es schon Unterschiede geben. Also Kinder reagieren oft viel stärker auf Impfstoffe und können dann auch Fieber entwickeln zum Beispiel. Also für Influenza hat es da eine Art von Impfstoff gegeben bis in die 80er Jahre. Das war ein inaktivierter Impfstoff und der hat eben bei vielen Kindern wirklich Fieber ausgelöst und starke Schmerzen an der Einstichstelle. Also jetzt auch nichts wirklich Gefährliches, aber was sehr unangenehm ist. Und dann hat er den Impfstoff verändert und dann ist er besser verträglich geworden. Und so ähnlich auch beim Keuchhustenimpfstoff vorgegangen, wo man zuerst einen zellulären, bakteriellen Impfstoff verwendet hat. Und der hat eben auch zu Nebenwirkungen geführt, vor allem Kleinkindern. Und dann hat man dann weit verändert, dass der auch verträglicher für Kleinkinder geworden ist. Das waren jetzt keine wirklich schweren Nebenwirkungen, aber eben problematisch und sehr unangenehme Nebenwirkungen. Mittlerweile sind Fragen aus dem Publikum eingetrudelt. Das freut mich sehr. Das sind sehr interessante Fragen. Die Bettina zum Beispiel fragt, würdest du dich trotz der kurzen Testzeit impfen lassen? Ich glaube, du bist geimpft, oder? Ja, ich bin einer der Probanden in einer der Phase 3 Studien. Also ich bin schon zweimal mit dem Pfizer-Impfstoff oder eben der Salzlösung geimpft worden, ich weiß es ja nicht, aber ich habe mich als Freiwilliger gemeldet. Meine Frau zum Beispiel ist auch in der gleichen Studie. Und kann sein, ist eine Frage von Susanne, kann sein, dass bei den mRNA-Impfungen erst nach langer Zeit Schäden oder Nebenwirkungen auftreten, die man jetzt noch gar nicht vorhersagen kann? Man kann das nie ausschließen, aber es ist unwahrscheinlich. Was man schon sieht bei Impfungen ist, dass wenn es zu schwereren Problemen kommt, ist das meistens nach 1 bis 2 Monaten der Fall. Also wir wissen ja, dass das manchmal auftreten kann. Bei gewissen Influenza-Impfungen ist es zu Guillain-Barré-Syndrom gekommen. Das ist eine neurologische Erkrankung. Das taucht dann 1 bis 2 Monate nach der Impfung auf, teilweise auch früher. Das kann auch von den Infektionen selbst ausgelöst werden. 2009 mit H1N1 hat man Fälle von Narkolepsie gesehen nach der Impfung und das war auch 1 bis 2 Monate danach. Also im Normalfall tauchen diese Nebenwirkungen relativ schnell auf bei Impfungen. Im Nachhinein ist es sehr unwahrscheinlich, dass da viel passiert.
Und wenn jetzt mehrere Impfstoffe den Weg auf den Markt finden, wie würde man das wählen? Eine Frage von Olivia. Nach welchen Kriterien wählt man den besten Impfstoff aus? Oder wird es sowieso von der Regierung und der Behörde entschieden, welcher dann zum Einsatz kommt? Naja, am Anfang ist es schwierig, weil der Pfizer-Impfstoff, der RNA-Impfstoff, wird ja jetzt vermutlich recht schnell zugelassen werden. Und dann hat man nur einen und da hat man wahrscheinlich keine Auswahl. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, 6 Monate in die Zukunft schaut oder ein Jahr, gibt es wahrscheinlich mehrere. Und die kann man dann schon vergleichen. Die kann man vergleichen anhand der Phase-3-Daten, also wie gut funktionieren die. Und die kann man natürlich auch anhand der Nebenwirkungen vergleichen. Und es gibt wahrscheinlich dann auch Impfstoffe, die weniger Nebenwirkungen haben als jetzt RNA-Impfstoffe zum Beispiel, also keine unangenehmen Nebenwirkungen und trotzdem genauso gut funktionieren. Das kann schon sein. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass wir die Impfstoffe brauchen, um Leute zu schützen, die wirklich Hochrisiko Leute sind für eine schwere SARS-CoV-2-Infektion. Also wir haben den Luxus jetzt nicht, dass wir 3 Jahre warten und dann schauen, was am besten ist und dann das verwenden. Aber es kann schon sein, dass unterschiedliche Impfstoffe ganz unterschiedliche Profile haben. Dann eine Frage von Norbert und Susanne, die fallen quasi zusammen. Nach welcher Zeit muss man auffrischen und wie lange wird der Impfschutz dann aufrecht sein? Man hängt wahrscheinlich auch vom Impfstoff ab, aber. Ja, das ist eine wahnsinnig gute Frage und wir wissen es nicht. Man hat jetzt am Anfang viel gehört über die Immunantwort, wenn man sich mit SARS-CoV-2 infiziert, dass die ganz kurzlebig ist, dass die Antikörper gleich wieder weg sind. Das hat alles nicht gestimmt. Das ist eine ganz normale Immunantwort. Und das würde man auch von den Immunantworten, die man eben durch diese Impfungen hervorruft, annehmen. Und wenn das der Fall ist, gibt es da wahrscheinlich schon jahrelangen Schutz. Aber man muss das monitoren, das wird ja auch gemacht. Also die Studien gehen ja weiter und es gibt dann auch Phase-4-Studien, sobald der Impfstoff am Markt ist. Und man wird dann herausfinden, wann man eine Auffrischungsimpfung geben muss. Das kann sein, dass das nach 2 Jahren der Fall ist, es kann sein, dass das nach 10 Jahren der Fall ist. Das ist aber relativ normal. Also das passiert bei anderen Impfungen, wie zum Beispiel der FSME, der Zeckenimpfung ja auch. Das muss man herausfinden. Also das können wir jetzt noch nicht sagen. Vielen Dank. Dann eine Frage von Leo, der fragt sich, ob in nächster Zeit die Impfungen auch getestet werden an unter 18-Jährigen oder ob man sich da jetzt nicht mehr Zeit nimmt, um das zu überprüfen. Jetzt im Fall von SARS-CoV-2. Ja, da nimmt man sich schon Zeit. Also das wird jetzt, diese Studien werden jetzt gestartet und dann weiß man danach Bescheid, ob die eben auch in unter 18-Jährigen sicher sind. Also das muss man jetzt rausfinden. Dann eine Frage, die finde ich sehr, sehr spannend. Bei uns in der Medikamentenentwicklung, aber in der Impfstoffentwicklung ja noch viel mehr. Warum kosten diese Testphasen so viel Geld und wo fließt dieses ganze Geld hin? Eine Frage von Bettina. Ja, das sind zwei große Budgetbrocken, die man da finanzieren muss. Ein Brocken ist die Patienten. Also diese Impfstoffstudien werden von Spitälern durchgeführt und die Spitäler verrechnen der Firma dann pro Patient oft recht viel Geld. Also ich glaube, wir verrechnen ungefähr 30.000 oder 40.000 Dollar pro Patienten, den wir eben da in die Studie aufnehmen. Wenn man das ausrechnet für 30.000 oder 40.000 Leute, ist das schon sehr viel Geld. Und da kommt dann natürlich noch Haufen Budget dafür, für die ganze Infrastruktur und so weiter und so fort zusammen. Der andere Budgetpunkt ist natürlich, den Impfstoff herzustellen. Und das muss unter geeigneten Bedingungen hergestellt werden, in einer Qualität, die man GMP nennt, also Good Manufacturing Practice. Es muss alles nachvollziehbar sein, es ist sehr stark reguliert und das ist natürlich auch sehr teuer. Und das ist der Grund, warum diese Studien sehr, sehr teuer sind. Bezüglich teuer und Kapital, China ist da ja schon sehr früh eingestiegen und hat sehr früh gestartet. Da ist die Frage, welche Art von Impfstoff hat Russland und China und wie weit sind die? Die haben ja auch mehrere Impfstoffe von Christian Mittel die Frage gestellt. Ja, China hat sehr früh angefangen, und die machen diese inaktivierten Impfstoffe, von denen ich eben gesprochen habe, und die haben auch virale Vektorimpfstoffe. Also,
einen Impfstoff, der sehr ähnlich ist wie der Impfstoff, der von AstraZeneca hergestellt wird. Die haben momentan das Problem, dass die keine Fälle haben. Das heißt, die können schwer den Impfstoff testen. Die können schwer testen, wie gut er ist. Die haben viele Phase-3-Studien in anderen Ländern angefangen. Brasilien zum Beispiel oder in Indonesien. Die werden aber auch bald Daten haben. Und teilweise werden die Impfstoffe im chinesischen Militär schon verwendet. Russland ist ein anderer Fall. Die haben auch einen Impfstoff, der auf viralen Vektoren basiert, zwei unterschiedlichen. Und die haben eben eine Phase 1 und eine Phase 2 Studie gemacht, die recht klein waren. Und dann haben sie den Impfstoff zugelassen. Was etwas kurios ist, weil man den Impfstoff nach einer Phase 2 Studie nicht zulassen sollte. Die haben auch eine Phase 3 gestartet und sind jetzt eben am Testen und haben auch die ersten Resultate jetzt präsentiert. Mal schauen, also der Impfstoff muss weiter getestet werden, das sind noch nicht so viele Fälle, aber die entwickeln alle und die sind alle recht weit. Also man muss auch annehmen, dass jetzt wenn man sich die Impfstoffversorgung global anschaut, werden wahrscheinlich Länder wie China oder Indien die meisten Impfstoffdosen herstellen. Also es wird nicht aus Europa oder USA kommen, was weltweit verwendet wird. Danke. Dann eine weitere Frage, diesmal von Christiane, und die spielt noch mit einer zweiten Frage zusammen. Ich stelle es mal so als Kombifrage zu den klinischen Studien. Das ist ja sehr interessant und vor allem fragen sich die Leute, wie wird berücksichtigt das unterschiedliche soziale Verhalten der Leute, soziale Kontakte reduzieren und diese Dinge. Das ist ja wahrscheinlich sehr, sehr inhomogen über, weiß nicht, 43.000 Leute. Berücksichtigt man das irgendwie oder wird es einfach angenommen, dass es sich eh rausmickelt? Ja, dadurch, dass das eben randomisiert wird, quasi, man ja nicht weiß, wer den Impfstoff bekommt und wer nicht, ist der Effekt oder ist da nicht wirklich ein Bias drinnen. Also das ist random und diese Studien werden ja nicht in einem Spital gemacht, die werden meistens in vielen Spitälern die geografisch wirklich verteilt sind, jetzt in den USA, aber auch außerhalb der USA gemacht. Und in allen diesen Spitälern gibt es Leute, die eben Placebo bekommen und Leute, die den Impfstoff bekommen. Also das ist randomisiert und dadurch ist das eigentlich kein Problem. Das ist sehr interessant, das zu erfahren. Viktoria fragt sich in dem Zusammenhang auch, einerseits eine theoretische Frage, aber andererseits durchaus relevant, nehme ich an. Bei so einer Studie mit 43.000 Teilnehmern, da haben jetzt 170 Leute die Erkrankung Covid-19 dann verzeichnen müssen. Angenommen, die würden ihre sozialen Kontakte alle reduzieren, könnte das auch null sein, würde aber trotzdem ja nicht heißen, dass der Wirkstoff zu 100% wirkt. Also fällt das noch in diese Randomisierung, dass man einfach davon ausgeht, dass sich nicht alle perfekt schützen? Ja, richtig. Und das ist auch der Grund, warum man das doppelblind macht, damit die Leute ihr Verhalten nicht ändern. Also die Leute, die sich für solche Studien melden, haben unterschiedliche Risiken, sich zu infizieren. Und dass das eben zufällig aufgeteilt wird in die beiden Gruppen, hat man das Problem eben nicht. Aber es stimmt schon, wenn jetzt alle anfangen würden, in einer Gruppe keine Kontakte mehr zu haben und nur zu Hause zu bleiben, wird das natürlich einen Einfluss darauf haben. Aber dadurch, dass man das eben zufällig verteilt und dass man das in vielen unterschiedlichen geografischen Orten macht, ist das eigentlich kein Problem. Dann Olivia fragt noch, sie hat gehört, dass viele Leute, die an Covid-19 erkrankt sind, und zwar die kaum oder keine Symptome gezeigt haben, auch eine niedrige oder wenig Immunantwort hätten. Und jetzt die Frage daraus, ist es nun gut, keine Symptome zu haben, wenn man infiziert ist? Ich glaube, es ist immer gut, keine Symptome zu haben, wenn man infiziert ist. Das stimmt zum Teil. Also was wir sehen ist, dass Leute, die schwere Infektionen haben, eine stärkere Immunantwort haben, vor allem am Anfang und mehr Antikörper. Und Leute, die eben asymptomatisch sind oder milde Verläufe haben, weniger Antikörper machen. Aber die Antikörperantwort, die Leute, die eben asymptomatische Infektionen haben oder milde Infektionen, ist auch nicht unbedingt niedrig. Also die kann man detektieren und die ist stabil. Man sieht
was wir sehen, ist eigentlich, dass Leute, die eben am Anfang sehr viel Antikörper machen, einen schnelleren Abfall an Antikörpern haben, während Leute, die eben am Anfang wenig Antikörper machen, relativ stabiles Level haben. Also das stimmt schon, da gibt es Unterschiede, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist besser, wenn man keine Symptome hat. Mhm. Auf alle Fälle. Ein paar Minuten haben wir noch und es gibt noch Fragen, also ich würde sagen, wir nutzen es. Eine Frage, die sehr spannend ist, finde ich, ob mit Mutationen vom Virus zu rechnen ist und ob dann die entwickelten Impfstoffe noch mit diesem mutierten Virus funktionieren. Was sagst du als Impfstoffforscher dazu? Ja, das ist eine super Frage. Mit der beschäftigen wir uns natürlich auch. Viren mutieren, das passiert, die machen das. SARS-CoV-2 mutiert ein bisschen langsamer als andere RNA-Viren, weil das im Prinzip eine Korrekturlesefunktion hat. Also wenn das Genom kopiert wird, während das kopiert wird, wird das korrigiert. Das ist ganz was Seltenes für RNA-Viren, das haben RNA-Viren normalerweise nicht. Aber das Virus mutiert trotzdem. Das heißt jetzt aber nicht, dass das einer Immunantwort deshalb entkommt oder dass das schlimmere Infektionen hervorruft. Das ist einfach so bei Viren. Masern zum Beispiel, Masernviren, da haben wir einen Impfstoff, der in den 60er Jahren entwickelt worden ist. Das Virus ist mittlerweile schon mutiert, aber der Impfstoff funktioniert noch immer. Influenza-Viren sind da ein anderes Beispiel. Da gibt es Probleme. Die mutieren die ganze Zeit und die mutieren in einer Art und Weise, um im Prinzip Immunantworten zu entkommen. Die können das recht gut. Bei SARS-CoV-2 erwartet man das nicht, aber es gibt natürlich Mutationen. Man hat das jetzt gesehen mit dieser Mink-Mutante, von der ihr sicher gehört habt. Und dann gibt es noch den Cluster 5 in Europa. Also da gibt es Mutationen, die schon einen Einfluss darauf haben, wie gut Antikörper das Virus binden. Aber das ist vor allem ein Problem für monoklonale Antikörper. Also wenn man jetzt eine solche Zelle nimmt, die macht ja einen ganz speziellen Antikörper, der nur an einer Stelle bindet, dann kann das ein Problem sein. Aber weil wir eben viele dieser B-Zellen haben, die viele unterschiedliche Antikörper machen, gegen unterschiedliche Stellen an diesem Oberflächenprotein, wird das wahrscheinlich nicht wirklich zum Problem werden. Also ich mache mir da relativ wenig Sorgen. Vielen herzlichen Dank. Und die letzte Minute, die wir noch haben, würde ich sagen, bitten wir dich noch, die Frage von Olivia zu beantworten. Wie wird man denn Versuchsperson in Phase 3? Man meldet sich einfach. Also da gibt es im Prinzip Werbung dafür, da gibt es Aushänge und dann ruft man dort an oder schreibt denen ein E-Mail und dann im Prinzip muss man zum Arzt in eine spezielle Klinik, da wird man durchgecheckt und wenn man dem Anforderungsprofil entspricht, dann kann man an der Studie teilnehmen. Das ist am Anfang ein 3 bis 4 Stunden Prozess mit den ganzen Untersuchungen und dann kriegt man eine Impfung und eine App am Handy, wo man eben im Prinzip immer wieder sagen muss, ob man sich krank fühlt oder nicht. Wenn man sich krank fühlt, muss man reinkommen, dann wird geschaut, ob man positiv für das Virus ist. Und dann muss man nach 3 Wochen rein, kriegt die 2. Impfung. Einen Monat später muss man wieder rein, 3 Monate später, 6 Monate später, 12 Monate später und dann nach 2 Jahren wieder. Aber das ist recht einfach, wenn es wo Studien gibt. Also die gibt es ja nicht in jedem Land in Europa momentan. Ja, super. Vielen herzlichen Dank, Florian. Wir sind mit der Zeit fast ganz durch. Es ist eine Punktlandung auf 20 Uhr. Wir bedanken uns aus Graz und aus Wien nach New York. Wir freuen uns sehr, dass bei unserer ACIP-Session es gelungen ist, dich als Experten da befragen zu dürfen, auch so ausgiebig. Du siehst, wie groß das Interesse aus der Öffentlichkeit ist bei der europäischen Langen nach der Forschung. Und wie gesagt, Florian, Herr Professor Kramer, vielen herzlichen Dank aus Graz und Wien. Und damit übergeben wir zurück an Lisa. Vielen Dank und schönen Abend oder Mahlzeit nach New York. Danke für die Einladung, Marc.